Das ist der Nachbau des Bundeswehr-Klauenbeils. Wenn du wissen willst, was das kann, dann bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Klauenbeil der deutschen Bundeswehr und zwar im Nachbau. Und ich weiß, das Originale ist made in Germany. Das kommt von, nicht Ochsenkopf, von, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Genau jetzt fällt es mir nicht ein. Schreib mal vielleicht unten die Firma. Ich habe die sogar selber im Shop. Wir haben da das Jägerbeil zum Beispiel. Ich gebe da unten den Link auf jeden Fall, aber eine deutsche Firma, die das herstellt. Und das hier ist ein billiger, ich sage wirklich billig und günstiger Nachbau aus China. Heißt das, dass es schlecht ist? Nein. Heißt es, dass es gut ist? Das heißt es auch noch nicht. Aber dieses Teil hier ist solide verarbeitet. Da gibt es einmal überhaupt nichts. So schaut die ganze Sache aus. Ich habe das jetzt seit ein Dreivierteljahr im Test. Na, es war Winter, also ja, Dreivierteljahr ist schon ganz gut. Ist alles stabil, ist alles gut. Auch das Holz, also der Stiel, ist alles sehr fein, ist alles gut gemacht. Da gibt es überhaupt nichts zum Herumsudern, wie man so in Österreich sagt. Dass das Teil ins Rosten anfängt, ja, ich passe aber auch nicht allzu gut auf, das möchte ich auch dazu sagen, das ist klar. Also das ist aber nicht das Problem. Es gibt ein Problem und zwar, wenn es ausgeliefert wird, wenn du das bekommst, ist das stumpfer als ein Stück Holz. So richtig stumpf, so. Du kannst gerade Wasser damit schneiden und da muss man etwas tun. Ich würde sagen, ich zeige dir jetzt. Ja, also es ist wirklich saustumpf, wenn es kommt. Ja? Also nicht traurig sein. Ja, nicht traurig sein. Und an alle, die mir jetzt schreiben, Reini, du hast Crocs an und du tust mit einer Axt herum oder mit einem Beil, besser gesagt. Ja, das ist so bei mir. Ja? Und ja, ist einfach so. So, wir müssen das ganz einfach anschleifen. Das ist der Trick dabei. Das heißt, ich muss jetzt hergehen und muss, ich nehme da ganz einfach eine Metallfeile und gehe jetzt her und gehe im Winkel und ziehe das hier ab. Ich weiß, es ist natürlich nicht so ideal, ja, wie wenn man das jetzt mit irgendeiner, mit einer Flex oder irgend sowas macht, das ist schon klar. Aber es geht. Das heißt im Endeffekt, so mache ich das halt. Vielleicht ist es falsch. Vielleicht wird das nicht so gemacht und du sagst, Reini, du kannst das nicht so machen, du darfst das nicht so machen. Da entsteht irgendein Grat oder ich weiß nicht und das ist dann, du machst irgendwas und du schlimmer und das gehört irgendwie anders und das geht nicht. Ja, dann schreib mir unten einen Kommentar und darfst mich kritisieren, das ist alles okay, für mich ist es mir auch alles wurscht. Ich mache das so und es funktioniert einfach voll leiwand, ja. Denn jetzt, wenn ich da drüber gehe, ja, hat das eine vernünftige Gebrauchsschärfe. Ich meine, eins ist klar, das ist kein Grenzforce. Kostet aber auch fast nichts. Ich gebe da unten den Link zu mir in den Shop, wo du das kaufen kannst. Im Vergleich dazu, das ist klar. Was erwartet man? Ja? Weil dann, es hat mal ein Teilnehmer, also ich habe es bei den Trainings auch mitgehabt und ein Teilnehmer, der war Bushcraft, ist extra aus Deutschland angereist zu mir, da habe ich mich irrsinnig gefreut. Hat extra gesagt, er will zu mir zum Training kommen, aber egal. Und der hat alles mitgehabt, Grenzfasse, Äxte und so, und nimmt das und sagt, naja, von der Verarbeitung, ein Grenzfasse ist es nicht. Genau, es ist kein Grenzfasse. Es kostet aber auch nicht wie ein Grenzfasse. Und das ist die Frage, was du brauchst und was du willst. Und ja, es ist stabil, es ist cool, du kannst, wenn du ein bisschen anschärfen magst, das tun. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt und das ist wichtig. Ich sage ja immer wieder in meinen Messervideos, dieses Messer, das ist jetzt zum Beispiel, ja, das kommt ausgeliefert neu und ich schaue mir es an und es ist nicht scharf. Und dann beschwere ich mich und da sagen dann manche, ja, schärf es einfach, ja, ist okay. Und es gibt aber auch Messer, da ist das für mich absolut okay, weil der Preis einfach so niedrig ist. Nur wenn ich zum Beispiel eine Axt kaufe, ein Beil oder ein Messer in gehobener Preisklasse, zum Beispiel ein Messer um 70, 80, 90, 100 Euro, dann muss es meiner Meinung nach scharf sein. Wenn ich eine Grenzforce-Axt oder eine Axt kaufe, die so kostet wie eine Grenzforce, nämlich um die 100 Euro und es ist nicht gut verarbeitet, dann beschwere ich mich. Wenn ich aber ein Messer um 10 Euro auf Amazon kaufe und es ist nicht ritzeratze scharf, dann sage ich, naja, es hat nur 10 Euro gekostet. Und wenn ich so ein Beil kaufe, ja, und das kostet unter 20 Euro und es ist nicht Rasiermesser scharf, dann sage ich, ja. Also, so sehe ich das zumindest. Das kann eh jeder sehen, wie er will. Vielleicht siehst du das anders, schreib mal bitte unten einen Kommentar. Also, jetzt ist es einmal scharf und jetzt arbeiten wir wieder.
Dieses Beil hat doch einen Querschnitt, der zum Spalten geeignet ist. Aber wenn du dir das da vorne anschaust, dann ist es halt so, dass das nicht so allzu tief ins Holz eindringt. Es hat da dementsprechendes Gewicht, also ist einiges da hinten. Wir haben das zum Einschlagen von Nägeln verwendet und Heringe und solche Dinge. Und das wäre auch, das habe ich aber noch nicht gemacht, ein Nagelrausreißer. Die Bundeswehr braucht das natürlich. Ja. Oder zum Kisten aufmachen. Da ist das absolut okay. Aber es ist jetzt nicht so etwas, was tief reinfährt, wie zum Beispiel... eine Rinaldi-Axt, da gebe ich da oben den Link, das ist ein italienisches Produkt, also die dringt tief ins Holz ein, das tut das hier nicht. Und dadurch hat das natürlich auch, das hat auch seine Nachteile, logischerweise. Das heißt, Spaltwirkung wäre gar nicht cool, aber du musst wirklich tief rein. So. So, jetzt sitze ich da drin und jetzt, wenn ich das jetzt mache, ja, da muss ich kurz rumstehen. Dann mache ich das jetzt nicht so, dass ich einfach so draufschlage, weil ich will meine Kamera nicht kaputt machen, sondern ich gehe her, nehme es und lasse dann kurz vorher los. Bumst, ja genau. Und jetzt ist es natürlich durch. Und jetzt ist es natürlich rabumsti, kabumsti, das ist klar. Aber das ist halt auch ein bisschen ein Nachteil. Also es ist jetzt sicherlich nicht die Spaltaxt per Definition. Und es gibt auch Beile, ja, die einfach... ich sage jetzt mal, eine bessere Spaltwirkung haben. So. Ja. Aber auf jeden Fall brauchbar. Aber reden wir mal über das wirklich wahre Einsatzgebiet. Wo ist das Einsatzgebiet von diesem Beil hier? Einerseits, du hast hier hinten einen schönen Hammer. Du kannst auch Nägel rausziehen oder eine Kiste aufmachen. Ich gehe davon aus, dass das eigentlich der Hauptanwendungsbereich der Bundeswehr ist, aber ich weiß es nicht genau. Das funktioniert auch alles sehr gut, das ist sehr nett. Und aufgrund des Querschnitts, wenn du reinschaust, ist es halt ein richtiger schöner Spaltkeil. Problem ist, dass er nicht so tief ins Holz eindringt. Das heißt, es ist ein Spaltdingsbumsi, wenn man so schon sagt. Ja? Sagt man Spaltdingsbumsi? Na, ich sag's ganz einfach mal. Ja? So. Was ich jetzt mache, ist, ich mache jetzt gegenseitig. Aber da muss ich dir ein bisschen umstellen. Das muss ich erklären. So. Also, ich spalte jetzt so. Und ich halte hier meine Hand drauf, weil wenn man das so macht, dann fliegt vielleicht das Teil weg, also das Holzscheitel weg und in meine Kamera oder wenn da drüben Leute sind. Das heißt, ich nehme das, aber lasse dann kurz vorher natürlich aus. Jetzt hat sich das weiter gespaltet. Jetzt möchte ich von der anderen Seite mal ran. Und das tut es natürlich, ich meine, es ist eh klar. Also wenn, tut genau das, was es tun soll. Nämlich spalten, ja? Genau das ist der Punkt dabei. Also, um jetzt den Anwendungsbereich zu besprechen, das ist was zum Spalten, aber es ist kein Spaltaxt, weil einfach, sie ist relativ schwer, aber da ist der Stiel einfach, da passt der Hebel nicht. Also für das ist es gut geeignet und eben zum Kisten aufmachen, zum irgendwas einbrechen, etwas kaputt machen, etwas ausreißen, zum Demolieren. Ein Demolition Tool. Ich hoffe, das ist jetzt auch wieder richtig. Mein Englisch ist nicht so gut, das weiß ich. Aber es ist sicherlich keine Bushcraft-Axt. Also wenn du jetzt rausgehen willst und da hinten irgendeinen Baum fällen willst, ja, hier im Bushcraft-Areal, gebe ich da auch unten den Link natürlich, wo das auch erlaubt ist, das wird mit dem einfach, das wird keinen Spaß machen, weil du nicht tief genug ins Holz reinkommst. Das Arbeiten ist einfach viel zu anstrengend. Das ist es nicht. Das ist ein Teil zum Beispiel fürs Auto, im Auto-Überlebens-Kit, Survival-Kit sozusagen. Da ist das etwas, weil das ein Multifunktionsbeil ist. Und ja, das ist es. Natürlich kann man damit auch einen Baum umhauen, aber es macht einfach keinen Spaß. Spaß macht es mit einer Axt, die genau für das vorgesehen ist. Das war's jetzt. Ah, original ist von Bison. Jetzt ist es mir eingefallen, Bison ist es. Genau, gibt es auch bei mir im Shop. Das Teil hier, diesen Nachbau, gibt es auch bei mir im Shop. Schau dir das ganz einfach an. Wenn du auf der Suche nach so etwas bist, dann bist du da an der richtigen Adresse. Also wie gesagt, Car Survival Kit und als Allround-Werkzeug nicht zu verachten. Ich sage danke fürs Dabeisein, mag dir mal einen Kommentar, bitte einen Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Vielleicht magst du auch bei meinem Survival Coaching dabei sein, da gebe ich da auch unten den Link, billige Eigenwerbung wie immer. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Das war super, dass du wieder dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald und ciao.